Genug von Klamottenkram und Unterbrechungen bei der Aufnahme. Wir starten jetzt endlich ungestört durch mit Fable 3. Richtig. Ansonsten werde ich grantig. Ja, ich aber auch. Ansonsten ich zum Tier. Ansonsten müssen wir uns ein neues Spiel suchen. Ha. So. Ha. Ich lege jetzt mal... Halt Minecraft. Ja, habe ich eigentlich... Hello Kitty Online. Hello Kitty Online, ja. So, das Bad, also den Bad hier müssten wir anlegen. Ganz wichtig. Für das Söldnerkostüm. Das wäre jetzt an. Gerade traditionelle Damenbekleidung. Aber so könnt ihr euch unbemerkt unter Sakers Männer. Ja, halt's Maul. Tätowierungen. Stehe ich ja voll drauf. Bitte nenn diesen Part die bärtige Dame. Die bärtige Dame? Ja. Okay, werde ich hoffentlich dran denken. Und nimm genau das, was du dein Gesicht in der Nahaufnahme so als. Trage ich das jetzt? Als Thumbnail rein, das wäre voll super. Ach nee, du machst ja einheitliche Dinger, ne? Ja. Hihi. So. So. Jetzt haben wir alles, was wir so brauchen. Ach, Jasper. Er neigt dazu, immer zu plöppern, wenn man ihn nicht braucht. Ja, er ist so ein bisschen wie so ein Papagei, ne? Also, ja. So, sowohl optisch, als auch von der Stimme, als auch von der vom Verhalten. Ach, shit. Ja, fuck. Ich muss den. Das, ey. Du musst das Männer-Söldner-Kostüm anziehen. Ja, genau. Nicht das weibliche. Hast du das gespeichert? Ja, hast du. Ja, hab ich. Sehr schön. Oh, der Hut. Wunderschön. Ja. Ich liebe es. Oh mein Gott. Ach. Muss ich auch jetzt so reden wie ein Kerl? Ja, und die ganze Aufnahme. Die ganze Aufnahme. Alter. Jetzt muss ich deswegen husten, da ist sie selber schuld. Okay. Ja, gut, machen wir jetzt mal Action hier. Sonst kommen wir hier ja nicht mehr voran. Sonst laufen uns die ganzen Leute weg. Die zwei, die jetzt noch gucken. Ja. Die minus zwei, die jetzt noch gucken. Was? Minus zwei? Ja. Die lösen sich langsam auf. Vaporisieren. Ja. Achso, das Jodeln machen wir übrigens nicht mehr. Hatten wir es überhaupt mal gemacht in der Aufnahme? Ich bin mir nicht sicher. Falls ihr jetzt fragt von wegen Jodeln und wir hätten das vorher nicht, es wurde halt gefragt, ja, oder vorgeschlagen, dass wir bei jedem Graben jodeln sollen und das hatten wir, glaube ich, so oft gemacht, dass wir es jetzt nicht mehr machen wollen. Nee. Nee. Also es war dann auch, nachdem man es irgendwie dreimal machen musste, war es halt auch nicht mehr lustig. Nee. Wir hatten dann auch irgendwie Schwung reingebracht, weil man halt in verschiedenen, verschiedenen Tönen jodeln musste. Aber naja. Oder jodeln wie ein Huhn oder jodeln wie ein Opa. Jodeln wie Herbert Grönemeyer. Also es war an sich schon recht lustig, aber... Bats, 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 alle kaputt. Action. Ja, voll. Guck mal, die brennen sogar noch. Können wir uns die Hände dran anfangen? Unsere persönliche Pennertonne. Oh Gott. Was denn? Fühlt sich echt wie so ein Penner? Also ich meine, und gut, mit den Kleidungen fühle ich mich echt wie so ein Penner. Um es in Julias Worten zu sagen, ein Krattler. Ja. Genau. Liebe Grüße an dich, liebe Julia Trin. Ja. Du bist kein Krattler, Julia. Nein. Schaut mal bei der im Video, in der Videobeschreibung rein, ja. Nein, schaut mal bei der auf dem Kanal. Das ist eine ganz, ganz liebe bayerische Zockernudel. Und kein Krattler. Nein, kein Krattler, genau. Krattler ist aber so ziemlich das beste bayerische Wort. Sag ich jetzt als Fränkin. Sag man Fränkin? Ich weiß das gar nicht. Ich fühle mich ja nicht mal unfassbar fränkisch. 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 So, wie müssen wir jetzt in den Söldnerlager? Da ist es. Wie viele Grabungsorte gibt es denn hier? Ja, komm, wir ignorieren die jetzt. Wir müssen mal Action machen, weil sonst... Nein. Ach, Ische. So. Ich wollte auch gerade graben, es hat nicht funktioniert. Tja, war ja auch mein Hund nicht ein Deiler.
Deiner ja, du bist ja jetzt außerdem der Mann. Ja. Ausnahmsweise mal. Sonst bin ich ja immer der Mann in unserer Beziehung, weil ich habe ja auch vorhin die Arbeit gemacht, damit du dir das Söldner-Outfit leisten kannst. Richtig. Aber jetzt bist du mal für einen Part lang der Mann. Oh, wir können hier rein. Und Moment, ich habe gerade so das doofe Gefühl, dass die Sprache verdammt leise ist. Die möchte ich noch an dieser Stelle nochmal eben für euch höher stellen. Wir sind alle verloren. Ja, wir sind alle verloren. Danke, Jasper, für diese Bemerkung. So. Er ist ein Optimist. Ja. Optimistischer geht's gar nicht mehr. So. Huch. Ladescreen. Ulla, lila, lila. Ja, ich wollte es auch gerade machen. Badum, bum, bum, bum. Skish. We were the danger of deserters. Was brüllen die alle? Ja, keine Ahnung. Also, ich habe mich nie als Verkäufer gesehen. Und es ging ja auch nicht mehr, nachdem ich ihn getötet hatte. Warum ist Kampfmusik an? Bei mir ist Kampfmusik an. Ja? Ja, jetzt nicht mehr. Da ist eine Kiste. Nicht so schüchtern, Jimmy. Kommt! Ah, ich werde gerade aufgefordert, Jimmy, zu kommen. Ey, Harr. Harr. Jimmy. Hier, Mann. Jimmy. Jimmy. Ja, ja. Mal, was ihr immer macht. Das mache ich. Alter, der schießt doch von da oben. Verarsch mich doch nicht. Ja, wir sind ja auf gut getrimmt. Ich würde ihn gerne anfurzen, aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn knutschen. Los, letzten Dienstag habt ihr nichts anderes gemacht. Das gefällt ihm natürlich sehr. Der kotzt gleich erstmal. Ich glaube, mir wird übel. Der hier oben schießt auf mich. Der kotzt. Ja, so einen schlechten Atem habe ich jetzt noch nicht. Der Typ da oben auf dem Turm schießt auf mich. Ich gehe einfach mal weg. Bevor ich den. Nicht, dass ich ihn jetzt angreife und die es dann alle hassen. Ich habe auch jetzt diese Kampf. Ja, wir sind hier reingekommen und er hat geschossen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich sehe da oben noch nicht mal einen stehen. Ja, ich war gerade oben. Dämlicher Köter. Geh nicht zu nah. Doch, ich sehe ihn. Ich sehe seinen Hut. So, wir müssen jetzt hier nach. In Brightwall waren wir auf Sauftour, ja? Eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ach, hör auf zu labern. Du bist anstrengend, Junge. Ja, hier lass die Menschen doch mal reden. Wir könnten natürlich vernünftig miteinander. Die hauen sich hier aufs Maul. Ja, das ist doch eine Blitzschlagtechnik. Jimmy, seid ihr es wirklich? Irgendwas ist anders. Hattet ihr schon immer diese Augenfarbe? Nee, Jimmy hat blau-violette Augen, wie duftende Lavendelblüten. Der hat blau-violette... Wow. Wow. Ich bin noch nie erschossen worden. Niemand schlägt meinen Freund. Yeah. Noch ein bisschen Action hier. Er backt hier irgendwie so gerade so ein bisschen in der Wand rum. Ja. Magischer Freak, wir werden euch... Magischer Freak? Der hat magischer Freak gesagt. Freundschaft ist Magie. Ja. Bartz, Bartz, komm. Huch. Das war so nicht geplant, aber das ist okay. Ja, die sind trotzdem tot. Jetzt will ich mich gerne wieder umkleiden, wenn es geht. Die wissen doch jetzt. Sehr gut jetzt. Du wirst schon bald wieder hübsch sein. Ja. Alles ist gut. Vor allem diese Tätowierung ist ja mal abartig, grässlich. Ich bin Frau. Ich darf so reden. Das ist. Das schickt sich nicht für eine Lady. Die hässliche Tattoos muss ich halten. Ja. Es schickt sich generell nicht für irgendwen, hässliche Tattoos zu haben. Und trotzdem hat das fast jeder, der Tattoos hat. Hast du einen Schatz gefunden? Ja, der ist hier oben drauf. Nice. Was habe ich denn bekommen? Haarknoten lang habe ich bekommen. Söldner
Brusttätowierung. Ist denn ein Haarknoten lang? Da müssen wir später mal gucken. Haarknoten lang ist mal, was ein Haarknoten das, ist. Das ist ein, eine Frisur. Ja, schon. Bei mir zappeln die Kisten hier rum. Ganz komisch. Du zappelst. Danke. Ja, jetzt zappeln sie nicht mehr. Toll. Jetzt darf ich mir einen Heiltrank nehmen. Jimmy war mein Freund. Ups. Sterbt. Jimmy war mein Freund. Sterbt. Ja. Der ist ja nicht tot. Der ist ja nur besoffen. Ja, und nackt. Nackt, ja. Und der hat keinen Penis. Und der hat einen Tango an. Ja, der sehr anschaulich gezeigt hat, dass er keinen Penis hat. Nee, sondern eine Mumu. Das ist auf der Aufnahme nicht mehr mit drauf gewesen, ne? Nein, leider nicht. Und dann macht's ja nichts. Dann haben wir euch ja jetzt geupdatet. Ihr wisst jetzt Bescheid. Jimmy hat keinen Penis. Deswegen ist sie ihm auch gar nicht so unähnlich jetzt. Weil kein Penis. Aber ich das war oft ja. genug das Wort Penis in dieser Aufnahme. Ja. Oder Pimmel. Nein, wir machen Watchity nicht nach. Hey, ihr seid pleite, oder? Wie soll das Wie kommt denn der auf Pleite, bitte? Keine Ahnung. Warum hörst du den überhaupt zu? Den Krattlern. Den Krattlern, ja. Das wird wehtun. Ich mag den Hundis nicht Aua machen. Hundis? Guck doch mal, wie verrottet die sind. Das sind Wölfe. Die sind noch nicht, ja, nicht mal hübsche Wölfe. Unsere ja, Hundis sind toll. Ja, schon, aber trotzdem die ärmsten, Mann. Silberschlüssel, Silberschlüssel. Grabungsort. Was? Silberschlüssel? Ah, oh. Ja, da unter der. Ja, ja, ich muss hier erstmal. Und so. Ja, ich gucke. Ich gucke. Ja, guckst du. Wow. 150 Gold. 150. Yay, Silberschlüssel. Super gut. Du räumst dabei schon weiter auf. Na sicher, das. Ich mach da die Kiste auf. Oder auch, doch, mach ich. Mach ich, mach ich. Boah, was willst du denn? Mein Amethyst, den ich gerade aus der Kiste gezogen habe, den kriegst du nicht! Ich konnte gerade gar nichts annehmen, weil er halt da so dazwischen kam. Jetzt wollte ich dich schon hauen, Mann. Bitte, was? Vielleicht solltest du dich wirklich umziehen. Nein, das nicht. Das würde so voll die Spannung jetzt rausnehmen. Das ist eigentlich gut. Nee. Ja, komm, die Frau muss an die Macht. Jimmy Nachmacher. Kiste! Heulsuse, ey. Mach die Kiste auf, mach die Kiste auf. Mach die Kiste auf. Ich hätte wohl einen Beschwörungstrank. Und einen Grabungsort. Wo? Vor allem, die Hunde könnten ruhig mal so ein bisschen kooperieren. Korpulieren. Yeah, gleichzeitig buddeln. Hey, gibt es wieder Doppelgegenstände? Weiß ich nicht, gucken wir mal. Ey, Söldner Rückentätten. 150 Gold. Yeah. Ich hab nur eins gekriegt. Ich zwei. Ich bin halt auch viel cooler. Ach. Wir müssen hier Männerklamotten tragen, du oder ich? Du bist viel cooler. Ja, du trägst Männerklamotten. Ich bin viel cooler. Ich bin out oder was? Ihr habt schon viele ermordet. Ja. Ihr gehört jedenfalls nicht zu Sabines Vagabunden. Das ist sicher. Aber ihr sterbt wie sie. Der epische Fight. Bam, badam, bam. It's ready to rumble. Ja, du machst das, ne? Ich geh dann mal. Ja, nee, schon klar. Alter. Der schmeißt Mollys nach uns. Nach dir. Ich wollte gerade sagen, zu wem? Wow, hey. Alter, hör doch auf, mich in Brand zu setzen. Natürlich sehe ich albern aus mit diesem Bart. Hallo, ich bin eine Frau. Wo ist denn die Agro jetzt? Achso, bei den Viechern, die ich da beschwört habe. Geht weg! Ich weiß gar nicht, wo ich die beschwören kann. Ich habe das gar nicht angezeigt bei mir. Die musst du auch haben dafür. Ja, ich habe ja einen. Wo auf das kommt, das kommt random. Wenn du die verwenden kannst. Ja, finde ich aber doof. Ich hätte die Würste mitbringen sollen, ja, habe ich nichts gegen. Ach komm, ich roll da jetzt mal ein bisschen rein, mach ein bisschen AOE hier. Husa. Ja, mach erstmal Flächendamage. Oh.
Oh, das war's schon. Ist das eine Lusche? Stopp! Ihr gewinnt. Das ist euer Kampf. Tötet mich oder lasst es. Ihr habt die Wahl, meine Männer wissen das. Wir sind zwar nur Söldner, aber auch wir haben einen Ehrenkodex. Wie andere Soldaten. Wir verschonen die Vagabunden. Unabhängig davon, was ihr tut. Das ist das Versprechen eines Kriegers. Hui. Ja, wir müssen ihn ja verschonen. Wir sind ja gut. Stört mich nun wieder. Ja, aber er hat einen Ehrenkodex. Ja. Ist das schon okay, wenn du ihn verschonst? Ja, es gibt aber hin und wieder Entscheidungen, danke. Da würde ich echt... Das vergesse ich nicht. Lass die Fremden. Ja, ich hab die alle gar nicht mehr so... im Kopf. Ja, ich doch schon, weil ich das Spiel schon mehrere Male durch hab. So, wir können jetzt also jetzt hier raus... Yay. Aus dem Haus. Mit der Mickey Maus. Das hat nicht gepasst. Wird da jemand müde? Naja. Ist ja nicht gerade... Ein weiterer Schritt auf eurem Weg spät. Spät. Dass ihr Seeker verbrannt habt, eben. Und viele seiner Anhänger gewonnen. Die Kunde eures Mitgefühls und eurer Stärke verbreitet sich. Wenn ich keine Diskussion hätte führen müssen, hätten wir auch, glaube ich, jetzt schon 6 Parts aufgenommen. Ja, mein Gott. Schmart drüber. Was ist das hier? Fernwaffen will ich nicht. Wo ist denn Nahkampfwaffen? Ist das da Nahkampf? Nahkampf will ich. Nahkampf, gib mir das. So. Mehr Glitzer für mein Schwert. Ich muss ja diese Familienpakete nehmen, damit wir später heiraten können. Daran musst du auch denken, ne? Das brauchst du auch. Fernwaffen. Oh, Magie brauche ich. Magie ist wichtig. Danach kann ich mir nichts mehr leisten. Oh. Mann, ist das doof. Und wir werden natürlich versuchen, alle Kisten mitzunehmen. Also, ne? Das ist ja nur fair. Freilich. So, haben wir 40. Dann nehme ich jetzt hier auch einmal das mit. Und dann haben wir nur noch 13 Gildensiegel. Aber... Ich habe nur noch eins. Habe ich nur noch. Gehen wir ins Licht. Das hier gerade überall ist, aber... Ich wollte gerade sagen, das ist ja hier gerade allgegenwärtig. Irgendwo. Bling. Beware the danger of deserters. Know them by this sign. Ein bedeutsamer Anlass, Madam. Euer erster Sieg in der Schlacht. Ich bin kein Nahkampfexperte, aber die Tatsache, dass ihr nicht tot seid, zeigt, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Unfassbar, dass ich euch vor ein paar Tagen aus eurem bequemen Bett geworfen habe. Mir ach, scheint, Jasper. Ihr habt 2 der Aufgaben erfüllt, die Sabine euch gestellt hat. Wenn ihr nach Brightwall zurückkehrt, wird Walter euch sagen, wie ihr die letzte Bedingung erfüllen könnt. Oh wei, oh wei. Die letzte Sir Bedingung. Walter wartet immer noch in der Taverne in Brightwall. Dann mach mal. Er hat sich anscheinend gut... Oh ja, ich unterbreche jetzt mal gerade den lieben... Jasper, der Kasper. No. Beware the danger of deserters, know them by design. Ah, da hat's es mit. All who are cowards, vagabonds, and da ist irgendwie was. Renegades. Wanted. Die Frau ist echt eine Nachteule. Ja. Man merkt, das kommt ja davon, wenn man irgendwie so einen kaputten Schlafrhythmus hat, wenn der Rhythmus so offbeat ist. Ja, ich merke schon, ich werde müde und sie ist hier immer rumdancen und rumshaken, weil ja, wir haben ja Webcam an. Yeah. Wir sehen uns gegenseitig. Nein, wir machen keine Facecam. Nee, das wäre auch... Das wird ja gar nicht mal so passen. Nee, so actionreich ist das Spiel nicht. Entschuldigung. Wo müssen wir denn hin? Ich habe keinen Glitzer auf dem Boden. Du hast keinen Glitzer auf dem Boden. Nein, ich habe keinen. Du hast Glöckchen verloren.
Aber bevor wir mit, ja, hier, Glöckchen, Tinkerbell. Ja, aber ihn können wir uns doch noch schnell anhören und dann ist gut. Ja, wir haben jetzt zwar die 20 Minuten, aber die plappern jetzt ziemlich viel. Deswegen würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Und ja, gut. Bis dahin. Tschüss.